Das nächste war dann Geld oder Liebe. Eine doppelte Frage in einer, und zwar, ob ich private Freundschaft mit YouTubern habe und was ich jetzt besser finde, privat oder tatsächlich YouTuber private Freundschaften. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxen Welt und Meer. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem dritten Teil meines Q&As. Ich hatte das dann doch gesplittet, weil es war doch wieder über 30 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir es doch lieber auf zweimal, beziehungsweise dreimal. Und ihr seid jetzt beim dritten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, dann beantworten wir mal die nächsten Fragen. Ja, damit habe ich auch schon die Frage beantwortet. Hast du dich immer gerne geschminkt? Ja. Ob ich ungeschminkt aus dem Haus gehe, das ist ganz interessant. Früher gar nicht. Also man kann so sagen, bis ich 25 war, gab es mich eigentlich nicht ungeschminkt. Also ich habe mit 15, 16, nach der Realschule fing das eher an, nachdem ich dort nicht mehr so gemobbt wurde. Ja, man kann sagen, nachdem ich mich da befreit hatte. Also sagen wir mal so mit 17, 18 habe ich angefangen, da auf mich zu gucken. Und dann war es sogar so extrem, ich bin nicht aus dem Haus raus zum Mülleimer, wenn ich nicht geschminkt war. Und dann hatte ich mal eine Therapeutin, die mir dann beigebracht hat, dass ich das nicht mehr mache, dass ich so selbstbewusst für mich selber bin, dass ich das nicht mehr brauche. Ich brauche dieses perfekte Gesicht nicht, damit ich nach außen strahlen kann. Und seitdem habe ich da nichts mehr zu tun. Ihr habt es selber schon erlebt. Wie oft setze ich mich hier ungeschminkt vor diese Kamera, was kaum jemand macht. Ja, ich sage dann zu euch, sorry, dass ihr jetzt dieses Elend heute ertragen müsst, aber ich habe jetzt keine Lust, mich zu schminken. Deswegen, ich kann das inzwischen mittlerweile ganz gut. So, ja, wieso kann ich nicht malen, wenn es kalt ist? Weil die Farben dann nicht die Temperatur haben, damit sie malfähig sind. Ganz einfach. Und die Leinwände, wenn die klamm sind, mit zu viel Feuchtigkeit sind, das ist eine andere Feuchtigkeit, als wenn ich das jetzt so mit Wasser nochmal eben einsprühe, um die Farben flüssiger zu machen. Deswegen funktioniert das nicht, wenn es kalt ist. Das ist, mögen keine Farben. Farben mögen generell keine Kälte, aber auch keine Hitze. Dann, welche anderen YouTube-Kanäle ich selber mag? Ich glaube, die Frage kann sich jeder beantworten, weil die Namen fallen, glaube ich, hier oft genug. Also, also ich bin da ja auch jemand, der ganz offenherzig damit umgeht, wen er mag. Die Namen werden dauernd bei mir genannt. Deswegen, also die kann ich jetzt hier nicht mehr alle aufzählen, weil dann würde ich wahrscheinlich irgendjemand vergessen in dem Moment und das wäre dann sehr unfair. Aber auf jeden Fall so in der Top 10 drin ist auf jeden Fall halt meine Annette mit Annette, also ne, ihr kennt sie, Annettes Kanal, ich jetzt auch noch. Da ist die liebe Corinne drin von Chanara Crafts. Da ist Renate Craft Cat A, Katrin von Katrins Welt und so, Antje von Antjes Welt und so. Jetzt fängt das schon an, dass ich schon, Jenny von Eden. Oh Gott, Leute, es sind so viele, die ich regelmäßig gucke. Deswegen, die Namen, die ich immer mal wieder zwischendurch nenne, wen ich jetzt im Moment aktuell ganz cool finde, auch wenn es jetzt, ich supporte wieder, aber nein, ich supporte hier keinen. wen ich jetzt zum Beispiel benennen kann, ich finde Nikis Family klasse aktuell. Ich schmeiße mich bei den beiden immer weg, bei Niki und ihrem Mann. Ich finde es klasse, wie die da so rumhampeln, hantieren. Ich mag die. Achso, ganz wichtig noch, Yvonne holt die Maus raus. Die habe ich jetzt auch noch vergessen. Seht ihr, ich sag doch, ich vergesse jetzt ganz viele. Deswegen sollte ich eigentlich gar keine einzelnen Namen nennen. Bitte jeder, der sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Nein! Ich bin nur jetzt nicht so schnell darauf gekommen. Aber wie gesagt, jetzt Nikis Family. Ich schmeiß mich bei denen immer weg. So, ja, ob ich gerne mal irgendeinen Prominenten, also ob welchen Prominenten ich gerne mal treffen würde, kenne ich keinen. Also ich kenne ganz viele Prominenten, aber keinen, den ich unbedingt treffen muss. Nö. Also da bin ich absolut Anti-Fame. ist dem geschuldet, ich habe damals in jungen Jahren im Hotel gearbeitet, in zwei Hotels. Ganz große, ganz teure Hotels, war da stellvertretende Hausdame und angefangen als Zimmermädchen. Und da habe ich verdammt viele Prominente getroffen und habe ganz schnell gemerkt, die sind A nicht anders als du und ich und B sind ganz viele von denen, dass die vergessen haben, warum sie eigentlich berühmt geworden sind und wem sie es zu verdanken haben.
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Auch da ist wieder diese berühmte Ausnahme, die gibt es. Aber deswegen gibt es keinen Prominenten, den ich unbedingt treffen müsste. Nö. Würde mein Leben nicht bereichern, wenn ich die Person jetzt treffe. Kosmetikprodukt, nicht mehr darauf verzichten. Ganz klar. Magic Finish von M. Asam. Ausrufezeichen. Und meine Jasmin-Bio-Volen-Salbe auch. Das sind so die beiden Sachen, die ich bitte nach Möglichkeit nie weghaben muss. So, dann kam eine doppelte Frage in einer. Und zwar, ob ich private Freundschaft mit YouTubern habe und was ich jetzt besser finde. Privat oder tatsächlich YouTuber private Freundschaften. Also mit YouTubern, auch da, ihr kennt die ganzen Namen von unserer Vierergruppe und auch von der Gruppe, wo dann Ramona, Annette und Genie und ich drin sind. Und die andere Vierergruppe halt mit Katrin, Antje, Genie und ich. So, dann habe ich, ja, da will ich auch wieder nicht anfangen, alle einzeln aufzuzählen, weil da gehören so viele auch wieder zu. Also da ist meine liebe Claudia. Jetzt seit kurzem ist die Dani dabei, da ist Corinne dabei, die einfach nur ein Schatz ist. Und es sind wirklich viele. Ich habe mir sehr schwer damit getan zu sagen, es sind YouTube-Freundschaften aufgrund eines Vorfalls, der gewesen war bei YouTube, der mich sehr hat an einer Freundschaft innerhalb dieses Formats YouTube hat zweifeln lassen. Und daraus resultierend haben sich auch noch ein paar andere Dinge ergeben, wo ich halt wirklich gedacht habe, so für mich, nee. Findest du bei YouTube keine wirklichen Freundschaften? Ich habe lange gebraucht, das zu diesen Zweier-, Vierergruppen zu entwickeln und zuzulassen, dass ich wirklich sage, wir sind Freundinnen, auch im Privaten. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, sehr viele YouTube-Freundschaften jetzt entwickelt zu haben, wo ich mich mega drüber freue und das wahnsinnig genieße, da diesen Anschluss zu haben, weil es ist etwas anderes, als wenn es privat ist. Ich genieße dieses private Treffen, was mit unserer anderen Vierergruppe möglich ist, weil man trifft sich privat, spricht sehr viel über YouTube, was das eigene private Umfeld einfach nicht verstehen kann. Und gleichzeitig haben wir aber inzwischen jetzt ein Draht zueinander gefunden, dass wir bei diesem privaten Treffen vielleicht 20% YouTube und der Rest ist 80% der Mensch dahinter. Und das ist das, wo, ja, was einfach wunderschön ist, was auch in der anderen Vierergruppe hoffentlich so ist. Wir konnten uns noch nicht persönlich sehen, aber ich habe es halt schon gemerkt, ich hatte Ramona ja getroffen und da war direkt, also man hat eine gewisse Verbindung. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es YouTube-Freundschaften geben kann, dass es private Freundschaften aus YouTube geben kann. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin ja immer noch sehr verhalten. Ich weiß, da nerve ich auch meine Mädels immer mit, dass ich da immer das so noch mit einem Fragezeichen mache. Aber das ist halt wirklich dem geschuldet, was da gewesen ist, was mich sehr getroffen hat. Und deswegen arbeite ich daran und genieße das, was jetzt ist und versuche da auch offener zu sein. Ja, und private Freundschaften sind mir aber nach wie vor immer noch die wichtigsten, weil die haben mich Zeit meines Lebens getragen. Ich habe das mal erwähnt. Ich habe wirklich Freundschaften, die über Jahrzehnte gehen. Und das sind Freundschaften, wie man sie auch führen sollte. Und deswegen werden die immer wichtiger sein. Was aber nichts heißt, dass das andere mir weniger wichtig ist. Sie sind wichtiger. Ja, ich weiß nicht, wie ich euch den Unterschied jetzt erklären soll. Zwischen das eine ist wichtiger als das andere. Es ist beides wichtig, aber das andere hat so ein, wie soll ich jetzt sagen, vielleicht aufgrund der Verbindung der Jahre, ist egal. Ich weiß nicht, wie ich es euch jetzt erklären soll. Vielleicht versteht ihr es auch so. Das nächste war dann Geld oder Liebe. Mein erster Instinkt war zu sagen, ganz eindeutig Liebe, weil ich immer für mich die Liebe und das Zusammensein weitaus höher bewertet habe. Wenn es wirklich Liebe ist, würde ich mich nicht fürs Geld entscheiden. Da könntest du mir bieten, glaube ich, was du willst. Aber es ist durchaus so, dass wenn die Liebe nicht mehr so da ist,
überlegt man natürlich vielleicht, dass man etwas fortführt, weil man etwas so gewöhnt ist, leben zu können, wie man lebt. Und dann bleibt die Liebe vielleicht manchmal ein bisschen auf der Strecke. Aber ich bin immer noch jemand, der seinen Ritter auf dem weißen Pferd haben möchte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Lieblingsfilm oder Serie? Heidi. Original, die japanische Zeichentrickserie, nicht dieses Verhutzelte, wartet jetzt im Moment, da gibt es, geschweige denn nichts gegen Andreas Gabalier, der ist toll, habe ich auch CDs von, aber nein, er hat mir Heidi kaputt gemacht. Nein, also wenn bitte die alte Heidi, ja. Und an zweiter Stelle als Film, auch da jetzt, es tut mir leid, aber ich stehe dazu, die Sissi-Trilogie. Ich liebe sie. Damit sind wir wieder bei diesem Thema Liebe. Ich würde immer Liebe. Ja, Sissi. Ja. Und jetzt so in der modernen Zeit, wenn ich jetzt gucke, was ich so bei Netflix rauf und runter gucke, da finde ich so Crown im Moment total mega. Ich fand Frankie und Grace super. Im Moment habe ich das mit Anna Delaware, dass ich das gucke, was da so läuft. Also ich kenne Amazon nicht so, aber ich liebe Netflix für seine Serien. Ich gucke übrigens sehr viel junge Serien eigentlich. Also Stranger Things war bei mir drin und Greenhouse Academy. Also eigentlich so diese typischen Teenie-Serien. Aber vielleicht ist das dem geschuldet, dass ich dann auch mit meinen Kids mitreden kann. Das weiß ich nicht. Aber ich finde die echt gut, die Serien, die es da so gibt für die jungen Leute heutzutage. Wann habe ich denn dann noch? Achso, würdest du etwas in deinem Leben ändern wollen? Ja, würde ich. Möchte mir jetzt hier an der Stelle nicht sagen, was. Außer, doch ein Teil kann ich sagen, beruflich. Ich hätte den Fehler vor 30 Jahren nicht machen sollen, mich für Kind und Haushalt zu entscheiden, sondern fürs Kind ja, aber nicht fürs Hausfrauendasein. Ich hätte besser gucken sollen, dass ich mich versorgt weiß, dass ich eine qualifizierte Ausbildung habe, dass ich beruflich hätte unabhängig sein können und nicht so lange Jahre dem Status der Hausfrau mich hingegeben hätte. Wie gesagt, ich habe es zu dem Zeitpunkt als richtig empfunden, weil ich da noch sehr altmodisch zu dem Zeitpunkt war. Für mich war das das, was ich wollte. Aber heute weiß ich, es war ein Riesenfehler. Und das möchte ich eigentlich, wenn ich da irgendwas machen könnte, würde ich das ändern wollen, dass ich verdünnt nochmal gucke, dass ich auf eigenen Füßen stehe, absolut unabhängig bin und mich komplett alleine versorgen kann. Dass ich, weil unsere Gesellschaft heutzutage ist leider immer noch so, dass man oftmals weniger wert ist, wenn man diese Dinge, diese Kriterien nicht erfüllt. So, bevor es wieder zu ernst wird, lustige Themen hier, wo sind sie denn? Oder bin ich jetzt durch? Allen Ernstes, Leute, wir sind durch. Tü-tü! Das war Frage 40. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich insgesamt gedreht habe. Ich gucke mir das jetzt gleich mal selber an. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, wenn ihr Böcke habt, dass ich irgendwann nochmal wieder ein Q&A machen soll, schreibt es mir und dann werde ich bei Zeiten dazu aufrufen. Ich frage mich jetzt wieder genau wie beim letzten Mal. Ich war, glaube ich, in vielen Dingen einfach viel zu ehrlich, habe viel zu viel erzählt. Ich erlebe oft so Q&As, die ist immer so kurz und knapp und fertig. Und ich bin, wie ich halt bin. Und dann erzähle ich noch ganz viel aus dem privaten Nähkästchen. Kriegt dann nachher einen am Sack, wenn der Alte hört. Leute, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen, habt mich nochmal wieder ein Stück mehr kennengelernt und ich habe euch nicht ganz verschreckt. Ich hoffe ja mal nicht. Bleibt mir einfach treu. Bleibt mir wohlgewogen. Abonniert meinen Kanal für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und bitte denkt ans Like. Mir fehlen so sehr die Likes und die Watchtime. Hilfe, Leute, wirklich. Wenn mir das nicht eigentlich relativ, also Latte ist mir, wie gesagt, das nicht. Latte sind mir, wenn irgendwelche Neider daherkommen. Aber ich hätte gerne wirklich, aber das Thema hatten wir letztens schon. Reden wir jetzt nicht wieder drüber.
Tschüss!